So, da sollte ich jetzt wieder sein, rein theoretisch. Ich hoffe, ich bin auch wieder da. Und ich hoffe, man hört alles. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Kann man da noch alles? Wenn wir immer das gleiche nehmen. Gibt es nicht viel mehr. Jawohl! Es funktioniert, ich hab's auf meinem Headset. So, die ersten Probleme sind ja schon mal erledigt. Das ist ja schon mal sehr gut. Dann muss ich noch kurz das andere einstellen, was ich vergessen habe. Oh, jawohl, es klopft, ich höre es am Kopfhörer. Grüße Gott, mein Mod, Frau Nitschinger, wie geht's Ihnen? Ich hoffe, alles gut. Ah, das brauchen wir. Das brauchen wir. Und. Das brauchen wir. So viele neue Sachen und lange nicht mehr gestreamt. Das kann eigentlich nur schief gehen. Gut, soweit so gut. Ich habe noch was. Ui. Nitznita spendete ein Oh, Bit. der Vielen Urcool. Dank. Vielen Dank, Frau Der Nitschinger. Strudelrudel war heute schon fleißig in der Strudelküche, aber das ist top secret. Und ich weiß auch wieso. Sehr gut. So, gehen wir nochmal auf bereit mit Fliegen. Also, wir fliegen heute. Wir sind da in Süd. Südamerika, im Norden von Südamerika unterwegs, und zwar Richtung Panama. Also wir fliegen heute Richtung Panama City, der erste Flug. Da werden wir auch über Panama City fliegen und dann dort landen. Und dann geht es weiter den Panama-Kanal Richtung Norden entlang. Und schauen Sie das auch einmal. Doch, das könnte interessant sein zu streamen, weil das sieht man vielleicht ein bisschen was. Also dann werden wir dann mal das Flugzeug einschalten. Und zwar hat sich da nämlich auch einiges getut. Im Flight Simulator seit dem letzten Stream. Viele Updates. Oh, da brauchen wir mal ein bisschen Licht, jawohl. Dann machen wir die Navigationslichter an. Das ist stimmt schon. Dann so. Sprit kriegen, Autopilot, soll man aktivieren können. Ja, das schaut schon mal gut aus. Die Windschildheizung und die Pitotheizung schalten wir ein und die Bleed Air. Dann schauen wir mal da unser Navigationsgerät einschalten. Da wird sicher einiges nicht passen. So, warte, das müssen wir nicht so haben. Das müssen wir so haben. Dankeschön. Und was ist da schon wieder für Plätze beieinander? User 1? Na, User 1 brauchen wir nicht. Wir brauchen gleich zu User 2. Aber das ändern wir gleich. Da werden wir meine Flugdaten gleich anschauen. Meine Flugdaten, brauchen wir da irgendwas? Na, das passt. Muss man nur eingeben. Also stimmen wir auf FMS um. Das auch. Wir fliegen nach dem. Oh, Speedbugs sind an Minimums, machen wir mal 500, das sollte passen. Wetter sollte heute auch passen, wenn das Wetter richtig lädt, denn letzter Zeit habe ich auch Probleme gehabt, dass der Microsoft Satellite das Wetter richtig eingeladen hat. So, dann gehen wir da mal weiter. Was brauchen wir noch? Da würde, was wäre da? Da würde ich in Traffic haben, oder? Na, das Wetter will ich da haben. Der Wetterradar, 15 nautische Meilen, das ist ganz okay. Da haben wir ja. Traffic, warum müssen wir dann noch einschalten? Falsch. Falsch, falsch, falsch. Ah! Bin jetzt da. Na, Traffic, so. Falsch, vergessen zu umschalten. So. Map Settings, Traffics, das Traffic schalten wir ein. Das passt. So, Flugplan. Da sind schon Höhen drin. Das ist sehr praktisch. Stimmt das auch mit dem zusammen, was ich da haben will? Ja, das stimmt sogar alles zusammen. Das passt. Hat er richtig übernommen. Nur den User 1, da wollen wir nicht. Löschen wir raus. Ja, jetzt schaut das viel besser aus. Das heißt, da der Flugplan passt uns. Und ja, das schaut ja schon mal sehr gut aus. Okay. Dann. Nichts vergessen. Ich muss meinen Flugtracker auch noch einschalten. Offline. Weil ich fliege mal wieder für wie viel Free Airline. Das ist auch aufgezeichnet bekommen. Ich bin da schon gespannt, ob die Flugwiederholung jetzt funktioniert, weil das Tool ist auch neu. Das hat ja trotzdem schon Probleme gemacht, aber vielleicht das neue da, ach, ist es ein bisschen besser. Okay, so, aber einen Luftdruck einstellen.
Und währenddessen ich hier jetzt das Flugzeug mal starte. Ja, müssen wir mal Sprit kriegen. Machen wir da mal die Pools weiter an. Und die wissen, wir wollen starten. Währenddessen da mal da in Autopilot mal vorprogrammieren. Wir fliegen, damit man ein bisschen was sieht, auf 4000 Fuß. So, J-Damper ein. Wir fliegen, Flight Director brauchen wir. Nach Navigation fliegen wir. Und wir steigen auf. Nämlich sinken, wir steigen auf 1500, sehr gute Steiggeschwindigkeit. Ui. Frau Nitschinger, danke, dass Sie sich mit den Einstellungen spielen und dass Sie sich damit befassen. Aber würdest du bitte den. Dafür 5 Monate bist du wahnsinnig. Also vielen herzlichen Dank. Wie komme ich zu der Ehre? Aber was ich sagen wollte, kannst du bitte den Nur-Follower-Modus bitte ausschalten? Weil sonst können Leute, die mir nicht folgen, hier nicht mitchatten und so Sachen. Und das wäre halt nicht so leibend. Also wäre voll cool, wenn du das wieder deaktivieren würdest. Aber vielen herzlichen Dank für deinen Prime-Sub. Da steht aber, Nitschnitter hat den Nur-Follower-Modus einen Monat für diesen Raum aktiviert. Steht da. Keine Ahnung, warum das da steht im Chat, aber es steht hier. Aber wenn es nichts geändert hast, wird es schon passen. Hoffe ich einmal. Da steht, dieser Kanal ist jetzt nur im Nur-Follower-Modus. Sehr interessant. Na, du wirst das schon irgendwie richtig machen, hoffe ich mal. So, okay, Flugzeug ist gestartet. Wir werden dann auch Musik aufdrehen. Eigentlich könnte das klar machen, oder? Auch mal ein bisschen Musik. Müsste man dann nur sagen, ob es laut genug ist oder leise genug ist. Wenn das eh hört, dann muss ich da, warte mal, wo ist denn die Musik? Dann muss ich das wieder einblenden. So, Taxi Lights on. Nicht Landing Light, Taxi Lights on. Oh, siehst du auch die Benachrichtigung im Chat? Stellt es wieder nur für Abonnenten. Das ist wieder deaktiviert. Und jetzt wieder deaktiviert. Ah, sehr gut, das ist gefunden. Ich muss noch meinen Windkorrektor starten. Gut, dann geht's auf zur Runway. Wir starten in die Richtung dieses Flusses, Meeres da. Okay, vielen Dank. So, soll ich gleich einen Flight Stick erschalten? Ja, wieso nicht? Das funktioniert auch noch alles gut. Sehr gut. So, Parkbremse aus. Wir sehen die Flaps auf. Na, wie sagt man? Im Takeoff und. Ja, Fuel of Rich. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Dann werden wir hier zur Runway fahren. Klang. Luftdruck passt. Was ist mit der Hintergrundmusik von Spotify? Ist das laut genug oder zu leise? Oder warum kommt da Auto entgegen? What the fuck? So, welcome aboard, passengers on Das ist aber this laut. cheap Airlines flight 152 to heaven or hell, depending on how Christian you were. Now, please regard the safety information Ah, on so this ist es besser. aircraft. It might be helpful for you in the future. Ja, der Flug könnte heute wirklich so sein, weil ich eben schon lange nicht mehr geflogen bin. Also, eigentlich bin ich schon ein bisschen geflogen, aber es hat sich doch einiges geändert. Und auf diesen Flughäfen hier, weil dort schaut euch die Runway da an. Das ist doch extrem schwierig dort zum Landen. Vor allem, da war irgendwelche, da hat es irgendwie ein Problem mit dem Gelände gegeben. Obwohl ich komplett in der Luft war, wie wenn ich irgendwo aufsetzen würde, aber sicher nur 300 Meter beim Boden. Ja, ich hab's gerade leiser gedreht. Die waren letztens zu leise, jetzt habe ich es ein bisschen leiser gedreht, lauter gedreht in der, ne, in der App selber, jetzt habe ich es leiser gedreht. Ja, Clemens hat mir schon gesagt, also die Season 2 ist jetzt, ne? Es gibt auch eine neue DMC-Map, hat er mir heute erzählt. Muss ich noch mal ausprobieren.
Die Leiband ist. Und bei dem Multiplayer sind ja die ganzen asiatischen Maps und Japan-Maps, glaube ich, dazu kommen beim normalen Multiplayer, ne? So, schauen wir mal, ob ich da umdrehen kann. Taugt die nicht, ist sehr klein, okay. Da, warum steht jetzt eigentlich im Chat, dass der Abwehrmodus aktiv ist? Kann aber nur der Moderator und ich sehen. So. Ich hoffe, die Kehrtwende nicht. Das so eng hier ist. Wir müssen ein bisschen durch die Botanik fahren. Ah, halb so wild. So, die Runway ist sehr kurz. Das heißt, wir steigen hier mal auf die Bremse. Luftdruck nochmal kontrollieren, das passt. Dann geben wir da mal Gas. Ja, bis da genug Power aufgebaut ist. Und dann lassen wir da los und schauen wir mal, ob ich da wegkomme. Ich hoff's. Verdammt kurz da. Bin ich eigentlich laut genug oder bin ich zu laut oder? Wow, das wäre knapp. Ja, geht's aber aus. Wir sind in der Luft. Sehr gut. Wieso ist der Flight Director aus? Interessant. So, Flaps sind eingefahren. Da gehen wir wieder zurück, dass wir nicht so viel Sprit verbrauchen. Aber ne, ich kann mir ohne Probleme ein bisschen leiser dran. Das ist jetzt ganz easy. Mache ich dann gleich, wenn ich da alles stabilisiert habe. In dem Fall könnte ich eigentlich dann gleich einen Autopilot einschalten, warum sich der auch immer zurückgesetzt hat. Schalten wir da mal einen Autopiloten, sehr gut. Oh, ich sollte mein Fahrwerk einfahren. Schauen wir da kurz nach außen. Fahrwerk fährt ein. Und dann geht's ab Richtung Panama City. Okay. Ja, dann da auch nachstellen. Hier 1000 Fuß fliegen wir. So, du sagst, ich bin ein bisschen. Ups, das wollte ich jetzt nicht aufmachen. Da war ein bisschen zu laut. Das heißt, ich mache mich ein bisschen leiser. Ich bin wirklich extrem laut. Warte mal, wo war denn das? Da muss ich einfach den Filter ändern. Pass auf, ich schalte die Verstärkung aus. Mal. Jetzt müsste die schon besser sein, aber ich bin immer noch ein bisschen zu laut. Machen wir dann ein bisschen leiser. So, jetzt vielleicht. Passt jetzt zu der Lautstärke oder bin ich immer noch zu laut? Also ich rede mal einfach weiter und du sagst mir dann bitte, ob ich immer noch zu laut bin oder ob es passt. Ich glaube, das Spiel könnte ich auch ein bisschen lauter drehen eigentlich. Das ist relativ leise. Super, danke schön. Also dann schauen wir mal kurz beim Stärkenmixler. Das wird auch passen. Okay. Ich hoffe, die Spiellautstärke passt auch so. Weil die kann ich komischerweise jetzt gerade nicht viel lauter dran. Okay, das wird schon passen. So, Reiseflughöhe ist gleich erreicht. Wir fliegen heute nicht sehr hoch. Da man wieder was von der Landschaft sieht, das ist Südamerika, wo eigentlich nichts ist, außer Dschungel und Wasser und so. Luftdruck anpassen, Heading anpassen. Ich habe das ein bisschen weit hineingezoomt, dass da mal ein bisschen hinaus guckten. Genau, da vorne ist dann Panama City. Da sollte man dann rein theoretisch irgendwo steht ist, wie viel Zeit da vergeht. Also in einer guten halben Stunde fangen wir dann auch schnell ein Sinken an, nicht einmal in 25 Minuten, das wird dann jetzt immer schneller. Und dann kann ich den Flightstick dabei wieder ausschalten. Das funktioniert alles noch. Und ich bin immer nur so begeistert, dass dieses Greenscreen-Plugin so gut funktioniert ohne Greenscreen. Man brauche hinter mir nichts mehr aufbauen. Ui, da ist ein bisschen windig. Ein bisschen durchgeschüttelt. Das heißt, eigentlich kann ich da jetzt das Biene auch aktivieren. Das sollte nämlich jetzt auch alles super funktionieren. Übrigens, Frau Nitschinger, also, naja,
Du bist ja leider nicht dabei beim Faschingsumzug, du traust dich ja noch nicht. Aber ich habe heute gehört, es kommen 36 Wagen am Samstag zum Faschingsumzug. Also das wird schon ganz schön heftig werden. Bin ich echt gespannt. Ich hoffe, das Wetter passt auch so halbwegs. Jetzt muss ich noch mal kurz im Chat schauen, was das ist. Aha, okay, ein Schutzmodus. Aha. Also ich hab's gefragt, sie wissen es noch nicht. Ich nehme mal, ja, der Papa steht vielleicht mit, bei der Mama weiß es nicht. Aber keine Ahnung, wie ich dann, wenn wir dann spontan am Samstag, vorgestern noch einmal. Dann schauen wir mal ein bisschen die Landschaft an, wo man halt, wie gesagt, nicht sehr viel sieht. Vielleicht kann man das auf der VR-Karte auch sagen, ist das? Ja, genau. Ich noch gar nicht viel. Ah, was ich jetzt vergessen habe, ist in Traffic zum Einschalten. Da hört man jetzt noch gar rein. Ob da so andere Flugzeuge auch sind. Hier dann quasi sagt irgendwo Panama City Day und da landen wir dann. Und dann lade ich den nächsten Flug und dann fliegen wir hier den Panama-Kanal entlang. Noch. Ich habe mir die Namen der Flugplätze aufgeschrieben, weil die sind gar nicht so einfach. Also wir sind jetzt abgehoben von, ja, Captain Ramon Zugdruck irgendwie, keine Ahnung. Und wir fliegen jetzt noch Mavkos, also ich bin nicht klar, also kann man urschlecht nämlich lesen auf diesen komischen, also der wird auch weggedingt. Im Pad kann man wieder schlecht lesen. Egal, Labert. Flugplatz und dann geht es weiter zum Enrique Adolfo Jiménez Flugplatz im Norden des Panama-Kanals. Also die erste Flugstrecke ist ein bisschen fad, bis wir dann in Ding sind, in Panama City. Aber ich hoffe, dass dann ein bisschen leibender wird. So, habe ich eh nichts vergessen zum Einstellen oder so. Minimum ist jetzt alles eingestellt. Da haben wir aber noch nicht vergessen, den Approach-Stream aktivieren. Erst wieso kommt da immer diese Schnitzelwerbung auf Spotify? Was hat die Frau Nijinger heute so gemacht? Da sind wir noch im Mond. Die strudelt hat heute in der Früh. Ist doch was worden. Dann mal meinen Luftdruck anpassen. Das passt aber eh noch. Nicht so genau. Ja, wie erwartet schaut das Wetter gut aus. Und ein paar einzelne Wolken. Ah, bist du nicht fertig? Strudel ist immer noch, dauert das so lang. Also, weißt du das? Das Gestrudeln, das Strudeln willst. Wie war das? Na. Wie ist der Befehl gegangen? Warte, aber wie. Was kann da einen Strudel-Wudel-Befehl einmal geben? Geh mir nicht mehr aus, Alter. Geh mir die ganzen Befehle nicht mehr. Verstehst? Ein Strudel-Befehl hat es nicht gegeben. Es hat ein Strudel-Reward gegeben. Übrigens, apropos Reward.
Moment. Beim Strudel-Rudel-Wudel gibt's den besten Strudel, weil da Strudel-Rudel macht seinen besten Strudel mit dem Strudel-Rudel-Wudel seiner Nudel. Wollen wir schon dabei sein? Warte mal, wo war denn das? Vorhersage war das, ne? Kann man ja wieder Punkte gewinnen. Wie ist denn das gegangen? Vorhersage. Vorhersage starten. Ah ja, wie wird die Landung, ne? War das? Den machen wir gleich, oder? Her damit, jawohl. So, die Vorhersage ist mal gestartet. Mal schauen, ob das alles, wie funktioniert das? Da. Wie hat denn das funktioniert? Weißt du das schon? Ja. Ah ja, mehr weiß nicht. Okay, genau da war das mit bei den Rewards, war das Strudel-Rudel. Na, da sind die Fototexturen nicht verloren. Das war halt generell, ich bin jetzt schon ein paar Mal geflogen da, die Flucht der Karibik tour weiter. Aber die Satellitentexturen da in Südamerika und so schon nicht so leibend aus eigentlich. So, wie weit ist denn da noch? Top of Descent, 16 Minuten. Schauen wir mal, wo ist der Top of Descent? Sieht man da gar nicht, da ist er weit weg. Muss dann irgendwo über Panama City sein. Ich habe auch voll schon das Geschenk für den Herrn Groß, der ja am Samstag Geburtstag hat. Ich hoffe, es taugt ihm. Ist dann zum Glück noch was eingefallen. Also kurz die Performance auch schon. Ja, das ist okay. GPU ist natürlich ein bisschen mehr ausgelastet, weil jetzt OBS mit drin im Hintergrund. Wo ist übrigens der Herr Groß? Ist er arbeiten oder Spätschicht oder? Soll ich da schreiben? Oder willst du dich überraschen lassen am Samstag? Luftdruck anpassen, das passt. Ja, eigentlich ziemlich fad da. Sieht man nicht einmal irgendwelche Viecher da. Wenn jetzt dann vielleicht wirklich demnächst wieder öfter streame. Na, der macht bei sich heute und um 16 Uhr ist er bei einem Spieleabend. Ein Spieleabend von der Villa, cool. Also dass dann da Brettspiele spielen oder was? Oder Escape-Spiele. Oder ganz andere Spiele in der Villa. Ja, ich schreib's dann nachher, okay, wenn ich fertig bin. Ich habe die Einreichzeit vergessen vor der Vorhersage zum Ändern. Wenn ihr Glück habt, geht das sogar bis zur Landung aus, oder? Ja, könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Kommt hier die scheiß Werbung von Spotify. Aber jetzt kann ich sie rein theoretisch einfach so machen. Dann hört sie die Werbung nicht. Das ist jetzt viel einfacher. Dem neuen Plugin. Horror Edition, okay, auch cool.
Ah ja, Frau Nitsching, das wollte ich dir noch fragen. Weil du ja mehr oder weniger gerade auf Arbeitssuche bist. Hast du schon mal überlegt, in der Zwischenzeit zur Überbrückung so Arbeit von zu Hause machen? Also so, weiß ich nicht, so, da gibt es so Callcenter-Klumpert-Sachen oder, weiß ich nicht, da gibt es auch Knuser-Sachen oder wo du irgendwelche Sachen daheim zusammenbauen kannst und so Sachen. Ich weiß zwar nicht, wie lukrativ das ist und ob sich das auszahlt, aber verlieren kannst du in dem Sinne nicht wirklich was. Wieso siehst du das dann abstimmen nicht? Ich sehe das und am Handy im Chatfenster sehe ich es nicht mehr. Wieso sehe ich das nicht mehr? Ich bin da nicht mehr im Bild. Ah, geh mal auf die Schilling. Vielleicht siehst du das dann. Die Schilling auf die Rewards drückst, das müsste jetzt dann ganz oben sein drinnen. Schau mal. Achso, naja, Homeoffice, selbstständige Basis ist wieder was anderes. Wie das, was ich meine. Ich meine halt wirklich, wo du irgendwo angemeldet bist, beim Callcenter oder so irgendwas. Aber selbstständige Basis, so Homeoffice ist natürlich scheiße, ne? So, wie weit haben wir denn da schon? Ja, Küste entlang. Luftdruck anpassen, jawohl. Gut, der Klima ist munter. Hast du jetzt die Vorhersage eigentlich gefunden? Kann ich den Chat lernen? Ja, ich kann den Chat lernen. Aber wieso soll ich den Chat lernen? Okay, sehr gut. Aber du müsstest den Chat auch lernen können, glaube ich, aus dem Mod. Vorsichtshalber, weil es halt gestrudelt hast. Oder was? Man, von mir aus leer in Chat, wenn du willst. Okay. So. Ist er leer jetzt. Oh, mir klingt dann langsam schon am Weg. Da vorne müsste dann schon irgendwo Panama City kommen. Da hinten wahrscheinlich. Was heißt das? Ich werde ein bisschen langsamer fliegen. Schauen wir mal. Wie viel langsamer das ist da wir? Damit wir uns dann die Stadt ein bisschen anschauen können. Und auf wie viel müssen wir denn sinken? Auf 800 Bucht, gut. Das Top of Descent ist in 10 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Werde ich aber gleich eindrehen, nicht dass ich es noch mal vergieße. Dann gehen wir auf 1000, dann kann. Na, machen wir lieber 800, dass nichts schief geht. So, Luftdruck nochmal kontrollieren. Was hätte es nicht gefunden? Das Chat leeren oder? Wenn ich auf Einstellungen, auf die Einstellungen vom Chat gehe, ist das ganz, ganz unten. Alter, der Grantelbart, grüße Gott! Grüße Gott, Herr Grantelbart! Ja, heute habe ich es wahrgemacht und habe mal wieder angefangen zu streamen. Wieso ist das Wetter schlecht geworden? Die Vorhersage hat kein schlechtes Wetter angesagt. Wetterradar sagt, und die keine Unwetter. Okay, dann sind das nur ein paar Wolken. Dann lass es gut sein. Hoffentlich geht es dann aus, wenn wir noch was in der Stadt sind. Das Handy wieder full healing, damit er da mehr sieht. Wird auch besser. So, schauen wir mal. Und dann ist der Stream eigentlich flüssig? Oder schaut das nur bei mir so aus? Oder sind das nur die Emotis, die was da so
unflüssig durchs Bild fliegen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Geil. Die Nachricht vom Stream Alert wurde als Schimpfwort erkannt. Ich habe erst freigeben müssen. Weil du diesen abgesicherten Modus aktiviert hast. It means cheers, you bitch. So fucking raise the glass. Aber ich habe eigentlich was vorbereitet. Warte mal kurz, dann muss ich kurz gehen, ja? Moment. So, bin schon wieder da. Ich hoffe, man hört mich auch. Ich bin richtig knapp erwischt. Aber wir sind da gerade über. Da fängt dann jetzt dann schon Panama City an. Du kannst wählen aus drei verschiedenen Klopfern. Pink Grapefruit, Bläumchen oder Feige. Was darf es sein? Wer hätte es eigentlich jetzt? Nietzsche. Alle drei, na einer nur. Nicht alle drei. Hallo? Wird das jetzt eigentlich der Kandelbart? So, Banane habe ich nicht. Verdammt. Naja. Das sind die Vororte von Panama City. Kirsche. Kirsche habe ich nicht. Nimm diese. Habe ich auch nicht. Außerdem hat er. Hat der Grantelbart, oder? Ja, Grantelbart hat Trostding, der muss es aussuchen, nicht du. So, und da hinten, genau, da ist dann Panama Stadt. Nur durch die Dinge ist es nicht so leibend, durch die Wolken. Gut, dann sage ich halt einfach einmal den Pink Grapefruit. Das ist eiskalt, aber im Trip schon gehabt. Warum kommt da nichts wegen dem Abo? Eine gute Frage, bei der Nijing hat es funktioniert. Und das die wird nicht registriert haben. Weil es wird auch nichts angezeigt. Also, Herr Grantelbart, Prost auf dich. Warte mal, warum funktioniert das nicht? Aber beim Redneck funktioniert es auch nicht, wenn du das machst. Sehr interessant. Aber ich weiß, mit dem letzten schon drüber diskutiert, du hast mir glaube ich auch ein Abo gegeben. Und das hat nicht gezählt, weil es wieder komisch ist, wenn mein Twitch, das Twitch-Statistik gar nicht gezählt. Irgendwie die was falsch machen. Irgendwie sind die Frames gerade was schlechter, aber nicht so schlimm. Anscheinend, ja. Du hast mir jetzt dein Ding gegeben, den Sub gegeben. Hast du jetzt auch Zugriff? Pan Pai. It means cheers. Aber da. Bitch. So fucking raise the glass. Woher hast du so viele Punkte, bitte? So, wir fliegen jetzt dann gleich über Panama. Warte, ich muss ein bisschen langsamer fliegen. Schauen wir mal. Ich muss mich dann aufs Land nach konzentrieren. Moment. Mein Wiederholungstool muss ich. Sollte ich auch. Einschalten. So. Hast du jetzt schon für eine Sorte entschieden, was ich trinken soll? Übrigens, ich habe vergessen, meine Landelichter zum Einschalten und das Strobe Lights die ganze Zeit. Ich trottel. Was heißt mit Teilen? Was willst du wieder teilen? Ob du bei meinen Remotes meine Emotes verwenden kannst? Abo, was? Grapefruit, okay. Habe ich gerade getrunken, aber kann ich gleich nochmal trinken. So, warte, jetzt muss ich gleich aufpassen, ich trinke gleich. Dann trinken wir gar, bevor es jetzt dann wirklich ernst wird. Okay, ja, dann hat das mit dem Abo anscheinend irgendwie funktioniert. Prost! Ist gar nicht so schlecht, das Grapefruit.
Das haben wir sogar in Panama City angeschaut. Oh ja, da ist Panama City. Pan pie. It means cheers. You bitch. It's a fucking raise the glass. Drink some beer. Beide gleichzeitig, woher habt ihr dafür Punkte? Bist du wahnsinnig? Aber ich trinke dann gleich einen Moment. Schaut eigentlich jetzt gar nicht so leibend aus, Panama City da, im Flugsimulator, muss ich sagen. Aber da hinten fängt dann schon der Panama-Kanal an und da irgendwo ist der Flugplatz, auf dem wir landen werden. Das ist er da sei eigentlich. Ja, das ist er auch. So, beide gleichzeitig. Ob ich das zusammenbringe? Moment, ich muss mich jetzt kurz um den Flug kümmern. Ich werde das dann nehmen. Außerdem sollte ich auch dann das Bibli-Tool connecten. So, das ist einmal connected. Das ist schon mal gut. Post hat damit erschreckt. So. Da werden wir dann landen. Und gut. Beide gleichzeitig gehen nicht. Weißt du, aber jetzt müsst ihr dann aufhören, ich habe heute mal vergessen. Also zuerst das Pflämmchen oder zuerst die Feige und dann habe ich keine mehr. Also hört dann auf, ich muss dann jetzt wieder was holen nach der Landung. Haben wir zuerst das Pflämmchen weg, das ist nicht so leibend. Ich muss beide. Das geht nicht, da putze ich aus, mache ich alles voll. Das ist nicht leibend. Also, erst einmal Prost. Ich krieg das nicht mehr zusammen mit dem Hütchen. Prost! Siehst die Potzel, also noch gar nicht lahe. So, und jetzt die Feige. Feige. Können wir da ein bisschen aussehen, damit ihr es auch was seht. Währenddessen wieder die Klopfprobe. Genau, da ist der Einfahrt, der südliche Einfahrt zum Panama-Kanal. Da sind ein paar Schiffe. Da geht's ja genauso wie mir, Clemens. Genauso. Ich weiß auch nicht mehr, wo das ist. So, Prost. So, das war's jetzt. Ja, komischerweise die Emoticons, die fliegen urhackelig, urabgehackt übers Bild, gell? Nur noch mal ausschauen mit Stream Elements. Vielleicht muss ich noch irgendwas aktualisieren. So. Aus jetzt mit dem Nitznieter spendete ein Bits. Vielen Dank. Schluck du Sau. Ja, habe ich eh schon Viere. Da. Wer weiß, vier Leere. Also sieht man das in dem Plugin. Furchtbar. Boah. Hätte es auch gehört. Das dürfte mir heute nicht offen. Ich muss morgen um 3:30 in der Früh aufstehen. Dürfte es nicht machen. Da bloß ist uns nicht. Obwohl ist eigentlich der Top of the Stand. Haben wir den jetzt schon verpasst? Nein, da vorne ist er. Sehr gut, das heißt, das könnte sich noch ausgehen. Wir sind eh schon relativ langsam unterwegs. Das heißt, eigentlich könnte jetzt ein bisschen schneller fliegen. Dann nicht dann da irgendwo bin, wenn wir dann den Bleed-Tool einschalten. Hoffnung, dass ich das irgendwie zusammenbringen. Aus pur, Alter. Den Approach muss ich dann auch noch aktivieren. Furchtbar. Und der Herr Grantelbart, habe ich gehört, geht heute auf einen Spieleabend. So, ist da wieder Werbung. Werbung brauchen wir nicht hören. So. In ein paar Sekunden sollte das Flugzeug rein theoretisch von alleine beginnen zu sinken. Da müsste da so was runterkommen. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Ui, 6? Alter, wo fliegt der hin? Wo fliegt der hin, bitte? Was macht er? Jetzt wird er da nach rechts fliegen, oder? Alter, was macht er? What the fuck? Activate Approach. Danke. So, sinkt auch. Habe jetzt nicht aufgepasst. Oh ja, nein, noch nicht. Irgendwas hat er das geändert. Ich werde mal wieder ein bisschen langsamer fliegen. Ich glaube, das Tent hat sich verschoben. Wie 6 Leute? Ich meine, wie viele Leute habt ihr denn insgesamt in der Villa?
Also was? Musik geht schon wieder weiter. Oh, Boah. Hinkt er jetzt oder nicht? Schon ein bisschen gesunken. Da haben wir. Grantelbart 666 spendete ein Bits. Hat eine Approach Vielen Dank. Pippi und Vagina. Ui. Dankeschön für den einen Bit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr könnt aber so, so Textnachrichten auch mit den Rewards machen, gell? Das Text-to-Speech ist es, glaube ich. Ich weiß noch nicht, was das kostet. Wo ist denn das überhaupt? Ich finde das gar nicht mehr. Wo ist denn das? Flugzeug, Post. Ist das so weit hinten? Nein. Irgendwo habe ich das Text-to-Speech eingefügt. Sagen wir jetzt nicht wo. Text-to-Speech, oder? 300 Kanalpunkte kostet es. Und das funktioniert das genauso, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Bits ausgeben wollt. So, ich bin hier am Sinken, das heißt, wir sind im Endanflug langsam. Geschwindigkeit passt aber. Nitznita spendete ein Bits. Vielen Dank. Ihr Kind, es pinkelt immer rein. Kind. Kind. Pinkelt immer rein. So, irgendwie läuft das jetzt nicht mehr so flüssig. Oh ja, nur 51. Um die 50 FPS, dann passt eh. Wirkt nur ein bisschen. Sach. Jetzt muss ich das aber nochmal ausprobieren mit dem Emote, ob das wirklich so unflüssig ist. Oh ja, das ist total unflüssig. Das Stream und so ist alles flüssig, es ist nur dieses Overlay, wo es nicht flüssig rennt. Interessant. Muss man anschauen, nur das Stream-Element dann nochmal irgendwann starten. So, dann zoome ich da ein bisschen rein. Das habe ich da nicht aufgeschrieben, aber es wird schon passen. So, wir sind dann langsam im Anflug. Da müssen wir dann im Anflug quasi im Panama-Kanal links sehen und Panama City rechts sehen. Ja, nach der Landung muss ich dann nur kurz einen neuen Flug buchen. Und dann fliegen wir in Panama-Kanal Richtung Norden. Und schauen Sie den Panama-Kanal mal an. Aber ich fürchte, dass das gar nicht so interessant sein wird. Weil es ist irgendwie früh neblig und diesig. Sind die nicht so relevant. It's called Hinta. Mhm. Und it's art. Ja, jetzt sind die Soundalerts wieder leiser, gell? Das ist wahrscheinlich bestimmt, dass sind lauter und leiser. Also, ich trage die Soundalerts ein bisschen lauter. Und hier den Anflug, dann muss ich, glaube ich, Spotify dann wieder abdrehen, weil sonst werden wir die TikTok-Videos dann wieder gelöscht. Da sieht man schon die Runway. Da nicht so gut. Aber das heißt, wir werden ein bisschen langsamer werden und. Weil das ist auch, muss ich auch wieder freigeben. Ich glaube, du musst diesen Abwehrmodus deaktivieren. So, warte, jetzt wird es hektisch. So. Wir starten jetzt das Aufnahmetool. So, sehr gut. Und dann muss ich mich da langsam auf die Landung konzentrieren. Wenn wir langsamer werden und Spotify abdrehen. Spotify abdrehen, danke. So, bin hier im Anflug, das passt schon mal. Jetzt wird's interessant. Ja, ich wusste, dass es beim Streaming immer so stressig war. Ah, Flight Stick aktivieren. Sieht man alles? Gut, die Klopfer sieht man auch da rechts. Genau das war's. Was? Alter, das wollte ich nicht. Was wollte das nicht? Was? Irgendwas habe ich jetzt verpasst. Wurscht, ich muss jetzt kurz aufs Kontrastix. Da ist der Anflug zum Panama-Kanal. So, die ersten Flaps setzen. Dann wieder ein bisschen Gas geben. Schauen wir da kurz. Da ist Panama-Kanal und da Panama City. So, okay, das passt.
auch mal meine Lande. Wie sagt man? Alter, ich bin über die vier Klopper weiter, Alter. Gibt's ja nicht. Mein Fahrwerk ausgefahren und. Ups, ich sollte den Autopilot ausschalten. Nix, das ist. Kommt davor so. Runter vom Gas. Vergessen. Das schaffe ich aber noch. Das schaut noch nicht so schlecht aus. Muss ein bisschen langsamer werden. Grantelbart 666 spendete ein Bits. Vielen Dank. Der Strudelrudel macht mit seiner Scheißdrecksnudel den besten Futuren-Strudelrudel. Ja, so in etwa. So, ich bin so hoch. So, Flaps Bull. Warte, der Wind da ist überrascht gerade. Ich merke gerade, bist du deppert. Bin immer noch zu hoch. What the fuck? So, ein bisschen Gas geben. Jetzt machen wir es langsam. Oder landen. Ich kann jetzt leider gerade nicht eure Texte lesen. Ich muss mich das vorher aufs Landen konzentrieren. Ach du Scheiße. Das wird keine gute Landung, glaube ich. Irgendwie funktionieren die Landelichter nicht. Oh ja, ich bin einfach nur zu hoch. Jetzt passt. Jetzt passt. Ja, wenn wir da schön runterkommen. Etwas zu tief, viel zu tief. Aber das passt jetzt schon. Bin schon im Endanflug. So, schauen wir mal, ob wir das schön aufsetzen können. Und was wir dann für eine Landerate zusammenbringen. So, schön. Jetzt ist wieder schön stabil. Jawohl. Und runter vom Gas. Und. Ui, 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 ui. Oh, 110. Aber gehüpft. War nicht so schön, aber 110 lassen wir gelten. So, abbremsen. Jawohl, willkommen in Panama! Dann kann ich noch eine Parkposition suchen, wo es als nächstes runtergeht von der Runway. Flaps wieder einfahren. Dann schaut euch den Flight Stick auch wieder aus. So, Moment, wenn ich dann von der Runway runter bin, weiß ich. So, 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 da links gehe ich. Bedeck's mal! Hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. Wahrheit tut zwar weh, aber es ist halt die Wahrheit. Das kann man nichts dagegen da. Ich stehe dazu. Stehe dazu, ja. So, pass auf. Jetzt bleibe ich da mal kurz stehen. Stopp. Parkbremse rein. Moment, Moment. Jetzt muss ich ein paar Sachen machen. Jetzt tun wir da mal den Flight Recorder stoppen. So. Jetzt suche ich mir mal eine Parkposition aus. Da muss es irgendwo eine geben. Taxi Lights, Drop Lights brauchen wir auch nicht mehr. Ja, vorhin schaut es gut nach Parkposition aus. Irgendwo schaut ja noch Hubschrauber da aus. Ist ja nicht so leibend. Gehen ein paar Flugzeug. Wurscht, wir stellen sie einfach da irgendwo die im Hubschrauberlandeplatz. Das ist mir jetzt wurscht. So, da stellen wir es jetzt her. Zack. Parkbremse rein und das passt da aus. Drehen wir hier mal ab. So, das war mal der erste Streich. So, jetzt muss ich da mal lesen, was ich da was geschrieben habe. Oder gibt es da jetzt stark was? Was ist da geschrieben? Okay. Oder das wollte ich nicht. Genau das war's. Was? Was? Oder bitte seid stark. Der Strudel. Was? Ich bin immer stark. Land, das sehe ich doch nicht. Es ist zensiert worden. Landusau, okay. Oder bitte seid stark. Es wackelt. Ich muss dir was sagen. Ja, dick small. Das muss ich wieder erlauben. Du musst diesen Sicherheitsmodus abschalten von Ingenieur. Disposition, schnallen Sie sich an. Jawohl. Denkt euch fürs Zuschauen. Viel mehr war da nicht. Ich mir dachte, da ist jetzt viel mehr passiert. Okay. Okay, so, jetzt habe ich das einmal gemacht. Dann. Falsch, 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 falsch. Dann muss ich den Flug mal beenden. So, Flug ist mal beendet. Ich werde mal die Außenansicht. Oder so fahrt jetzt, aber. Die Landerate war okay. Das hört alles ganz gut aus. Noch. So, den senden wir da jetzt mal ein. In der Zwischenzeit kann ich wieder Musik machen, dass es eine kurze Fahrt wird. So, dann muss ich den Wind korrigieren. So, und dann müssen wir natürlich, wo ist denn das? Die Vorhersage müssen wir abwählen, ne? Und das war 110, das heißt, so lala war die Landung. Gut.
Ergebnis wählen. So lala. Vorhersage abschließen. Für den nächsten Flug gibt es dann auch wieder eine Vorhersage natürlich. Was? Ich werde. Nitzmieter spendete ein Bits. Vielen Dank. Ich werde hier beschuldigt, etwas eingeschaltet zu haben, was ich nicht mal weiß, wo das ist, du Koal. Ja, aber du hast es eingeschaltet. Ist ja pur im Chat gestanden, aber ich kann ihn wieder deaktivieren. So. Ist wieder deaktiviert. So, jetzt passt es wieder. So. Flugzeug steht hier. Ich muss jetzt nur gar den nächsten Flug buchen. Damit wir dann gleich weiterfliegen können, den. Wie heißt es? Panama-Kanal entlang. Moment, das habe ich gleich. Also, na, warte mal, das Replay wollen wir sich ja noch anschauen. Bei der Landung, das wollen wir sich ja noch anschauen. Mal schauen, ob das funktioniert. So, wie hat das jetzt funktioniert? Das muss ich jetzt laden. Ich muss aber Spotify wieder oben dran. So, ich habe das jetzt geladen und jetzt. Load. Play. Ah ja, das haben wir schon. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Aber wo schauen wir es jetzt zuerst da? Richtung Panama-Kanal oder Richtung Panama City schauen? So machen wir das. Da kann ich aber jetzt irgendwie sicher nach vorne spulen. Ja, spulen wir ein bisschen nach vorne, damit es interessanter wird. So, ob da schauen wir es jetzt auch, wie die Landung war. Die Sounds werden mir nie angezeigt. Welche Sounds? Die Landung will keiner sehen, aber die Landung brauche ich für die TikTok-Videos. Da wackelt es ganz schön im Landeanflug. Vielleicht muss die App nur aktualisieren. Dieser Button, wo man das Sound da muss. Ja, wie ist es gegangen im Chat? Das ist eine gute Frage. Wie ist es gegangen? Ich schau mir das auch gerade am Handy an und finde es auch gerade nicht auf die Kragen. Ja, Clemens, ich muss ja absolut recht geben. Ich finde das jetzt auch nicht. Keine Ahnung mehr, wie es funktioniert hat. Warte, was haben wir die Landung? Na, am Handy finde ich es nicht, ne? Aber die Nijinger hat es auch schon zusammengebracht, oder? Ah, die wird Einkaufszentrum neben der Runway sein. Interessant. Ja, das war die Landung aus der Passagier-Ding. So, dann gehen wir da mal auf Pause. Also, gehen wir die Außenansicht. Läuft hier hin, so kann ich das einfach so zurückspulen. Ja, kann ich. Was ist das vom Panama-Kanal? Das ist mein Panama-Kanal-Sicht, aber. Ja, die hat es geschafft. Dann kann ich dir auch sicher sagen, wie das funktioniert. Oh ja, ich weiß schon wie. Am Handy ist unterm Bild, also das ist jetzt ein Abo verschenken und so, und das ist das mit dem Stream-Sticker, dieses Herz, und du da drauf pickst. Du kannst dann auf Sound Alerts gehen und auf Last Followers und Remote Showcase, was auch immer das ist. Da kommst du zu den Sound Alerts. Ja, der Woche ist wirklich ganz schön. Eigentlich habe ich das immer in der anderen Ansicht gemacht, gell? Wurscht, lass mal es diesmal in der Ansicht und wurscht. Nächstes Mal ist es dann besser. Währenddessen. Internet is for porn. The internet is for porn. Grab your dick and double click for porn. Porn, porn. I think the internet. Oh,
Ah, das ist lange nicht mehr gehört. Da sieht man jetzt schön die Landung. Die war, glaube ich, ja, wenn ich nicht gesprungen war, ja, bin ich, das war leider nicht so leibend. So, muss ich da. Da hast du aber die Wiederholung ein bisschen fertig ausschauen, dann mache ich den nächsten Flug. Also den Flug buchen. So, noch den Flug da wollen wir, jawohl. Ah ja, danke. Ja, gut. Oh, das geht ja vielleicht sogar aus. So, der Flug ist mal gebucht. Das ist ja schon mal gut. So, und hier setzt dann das Video aus. Die Frage ist, wie komme ich jetzt dann wieder zurück ins normale Spiel? Ah ja, da fängt wieder von vorne an. Das ist natürlich auch nicht so leibend. Drücken wir auf Stopp. Im Prinzip ist es wurscht, weil ich muss das App beenden, damit ich einen neuen Flug laden kann. So, das heißt, ich gehe da mal zurück ins Menü. Das machen wir da wieder zu dabei. Und dann starten wir da wieder meinen Flight Tracker. Währenddessen laden wir den nächsten Flug. Gewicht, Kilogramm, 300 Kilo, das passt. Ui, der Clemens muss fahren. Ja, wird sich der ganze nächste Flug für dich nicht ausgehen. Der Flug ist gebucht. Wir starten jetzt hier wieder von dem Flugplatz und fliegen dann den Panama-Kanal entlang. Hier nach Norden und landen dann hier in Colón. Auf dem Flugplatz wird der Kasten Enrique Adolfo Jiménez. Ruf mich mal an, bitte, wurscht. Adolfo, ja, Adolfo, genau so heißt er. Also, drück da mal auf Flugding, dann lohnt er das einmal, dann kann ich im Hintergrund dabei einen Rest machen. Was? Mein Bildschirm hat sich auch dran. Sehen wir schon, bei mir ist das alles so finster. Der ladet da gerade. Sehr schön. So, der Flug ist einmal drin. Oben noch den Windkorrektor. Auch da. Sehr gut. Bin jetzt im Spiel? Ja, bin im Spiel. So! Dann machen wir sich da gleich bereit zum Fliegen. Flugzeug ist geladen. Ups, nicht mehr nicht viel. So, Moment. Was haben wir denn da jetzt? So, jetzt muss ich da den Flight Tracker wieder starten. Dann ein paar Minuten warten, dann den Windkorrektor wieder starten. In der Zwischenzeit schalten wir mal das Flugzeug wieder ein. Na, Flight. Ruheheizung, Windschildheizung, Bleed Air, Navigationssystem, das ist gerade ein bisschen am Arsch, dass es jetzt immer näher erstellen muss. Aber ist auch wurscht, ist halt einmal so. Da gibt es auch ein, da habe ich sogar ein Vornavigationsding drin. Das heißt, wenn wir da FMS machen, da Nav 1, genauso da. Ja, nein. Ah, dann machen wir Nav 2. So, und dann noch weiter. Okay, da lohnt es schon, das wieder dieser komische Flugpunkt drin, den was keiner braucht. Dann machen wir das Wetterradar rein. Map Settings, Traffic, schalten wir gleich. So, was brauchen wir noch? Speedbox, schalten mal ein. Minimum setzen wir wieder auf 500, das wird dort passen. Was? Ups, ans Ziel. 500. Okay. Okay, Flugplan. Hier sind die Höhen auch wieder halbwegs drin. Schauen wir mal kurz. Ja, das passt.
Dann gehen wir da gleich die Frequenz wie das vor ein, das hier ist. FMP, wie wir eine Nachricht bekommen. Das hat 109,00. Machen auf 2 ein. Werden wir zwar nicht brauchen, aber zur Sicherheit ist drin. Sehr gut. Dann haben wir das einmal. Dann kann ich meinen Windkorrektor einschalten. Jawohl, dann habe ich das auch mal. Dann nimmt der auf. So, Luftdruck anpassen. Hammer. Hammer, Hammer. Und dann werden wir das Flugzeug starten. Und dessen schalte ich wieder in Autopilot ein. Wir fliegen diesmal wieder auf. Oder wir freigeben. Machen wir wieder 4000 Fuß. Das passt halbwegs. Das wird mein Panama-Kanal sehen. Jodamper, Flight Director, Navigation, Vertical Speed, steigen wir wieder mit 1500, das war ganz okay. So, Flugplan muss ich noch ausbessern. Da haben wir wieder diesen User 1, den wollen wir nicht. Sehr gut, so wie wir das. So gefällt mir das. Naja, scheint ist mein Mod auch wieder weg. So, dann machen wir wieder Musik dabei. Die scheiße Werbung geht am Arsch. Gut. Flugzeug läuft, das ist schon mal gut. Flaps auf Takeoff. Taxi Lights on. Jetzt muss ich da ein Ding ändern, den Flugplan. Und hängt sich der gerade auf. Na, passt der. MBMG auf MBIJ. Und das ist jetzt die nächste Nummer. 27. So. Haben wir das auch richtig drin, flugplanmäßig. Gut, Parkbremse aus und dann werde ich mal zur Runway rollen. Machen wir da ein bisschen kleiner. So, gleich so recht nochmal. Dann ein bisschen Gas. Na, jetzt bin ich dann schon riesig gespannt, wie der Panama-Kanal dann so wird. Ich bin jetzt schon 6 wird, okay. War noch ein Abendessen machen. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute oben essen soll. Mal schauen, was ich da haben habe. Bisschen langsam erfahren. Kontrollieren wir noch mal den Luftdruck, das passt. Sehr gut. Da vorne hinten ist Panama City zu sehen, wie das im Flight Simulator so ganz so lange ausschaut. Haben wir die Landelichter und die Strobe Lights. Diesmal was nicht vergessen. Die Runway ist diesmal auch lang genug. Naja, ich habe anscheinend noch nicht auf FMS umgeschaltet, jetzt passt. Immer alles kontrollieren, bevor man startet, ja? Ich brauche die Checklist. Das schaut alles gut aus jetzt. Okay, na dann, machen wir Ort, Flightstick einschalten. Nein, was ist jetzt passiert? What the fuck? Was ist jetzt? Das war aber nicht geplant. Wieso hat jetzt das Reboot-Tool aktiviert? Ach so ein Scheiß! Nein! Nein! Oh Mann! Ja, neues Reboot-Tool, falsch.
Nur leider wieder verfuhren auf einmal. So ein Scheiß, Alter. So ist es. Geh mal am Arsch. Ja, kann passieren. Gehört dazu. 300 Kilo. Oh ein Scheiß, geh mal am Arsch. Also die Tastenkombination für meinen Flightstick aktiviert das Vibri-Tool. Gut zu wissen. Scheißdreck. Könnte wieder alles zumachen und neu starten. Ja, mühsam. Aber was soll's. Da, bereit zum Fliegen. Starten wir gleich den Tracker wieder. Gut, dann machen wir jetzt alles im Schnelldurchlauf, ohne viel Gerede, damit es da weitergeht. Ganz schnell einen Quickstart. Schauen wir mal, haben wir es zusammenbringen. So, das haben wir Speedbox ein. Minimum 500 auf Radio Alt, ein Hammer. Das habe ich mal gerade auf MFD, Flight Plan, das haben wir schon gesagt aus dem User, an den wollen wir nicht. Gut, das passt. Da gebe ich die, was ist das? 100, nein, nicht. 109.00, haben wir auch. So, haben wir das auch. So. Mal zweimal, dreimal. Luftdruck anpassen. So, wie wir auch ein bisschen Licht haben. Pushlight on. Motor starten. Windkorrektor an. Okay, das passt, das passt. Autopilot einschalten, 4000 Fuß. Ja, dann bei Unflight Tractor NAV on. Vertical Speed 1500. Passt. Gut. Geht jetzt ruckzuck. Also, da sind Flight Sticker eingeschalten. Aber wir glaube ich ihn abgeschalten. Die Wiederholung, das Wiederholungstool. Gut, dann schaltet das nachher wieder ein, oder warte mal. Sim. Starten wir es einfach neu. Gut, sollte es auch wieder passen. Okay, das passt mir alles. Okay, Parkbremse aus. Und Taxi Lights on. Also die Flaps jetzt der auf Takeoff gesetzt. Mal sicher die da, jawohl, Takeoff Flaps, passt. Und nochmal zur Runway. Ah, die Parkbremse ist noch gesetzt, ups. So, fahren wir da mal zur Runway. Irgendwas vergessen, ich glaube nicht. Bin überlebt, passt da.
Arbeit, Leben. Arbeiten, um zu leben. Leben. So, wir fahren gleich direkt auf die Runway, das heißt, Landing Lights on. So, hier auf die Runway. Jawohl, und dann gebe ich gleich Gas. Ah ja, und abheben, jawohl, Takeoff, Fahrwerk einfahren. Ja gut, schauen wir hier mal kurz auf Panama, wenn wir mal steigen. Das ist 2 Meter, ui, mit der Hand, ui, nicht so gut. So, Flaps einfahren. Dann nochmal nach Panama und da hinten links ist dann schon der Panama-Kanal da drüben. Wenn wir jetzt dann gleich drüber fliegen. So, dann schalte ich hier gleich mal den Autopilot ein. Gut, hat er schon übernommen. Dann schalte den Flight Stick aus. Du musst dich verabschieden. Na dann, viel Spaß bei eurem Spieleabend heute, Herr Krantelbart. Und bis spätestens Samstag beim leibenden Faschingsumzug in Berndorf. Ich hoffe, dass er leibend wird. Alter, du warst sehr schnell da, aber es kommen 36 Umzugswagen kommen am Samstag. Also könnte ganz lustig werden. So, und da sieht man jetzt schon schön den Panama-Kanal. Wir steigen eh schön. Und den werden wir jetzt entlang fliegen. Kann man da irgendwas sehen? Schiffe oder so. Oh, es klappt. Das heißt, der Mod ist wieder da. I'm back, jawohl. Konnichiwa is back. Bevor es wieder vergießt. Leider ist halt das Wetter heute ein bisschen riesig. Darum ist die Sicht ein bisschen getrübt. Aber man sieht ganz gut, da ist der Panama-Kanal, da ist ein Kreuzfahrtschiff, ein kleines Schiff. Tankschiff. Alles mit dem Wetter. Also wir fliegen gerade durch eine Wolke, drum ist so arg. Man sieht meinen Mauszeiger auch am Stream jetzt. Okay, sehr cool. Na, sehr gut, ja. Ich glaube, wir aber über den Panama-Kanal nicht so schnell fliegen, fliegen wir da auch ein bisschen langsamer, damit wir bloß schauen können. Das muss jetzt da nicht sehr viel geben. Ich meine, gehen wir nicht so aus da in Panama. So, wollen wir dann durch die Wolke fliegen dann? Ja, die Wolken sind jetzt schon ein bisschen nervig. Ein bisschen tiefer fliegen, vielleicht ist es dann leibender. So, fliegen wir auf 3000 Fuß, vielleicht ist dann live, oder? Mal ein bisschen sinken. Chicken Attack! Na, er soll sinken, nicht steigen. So. Was? Ist es nicht früher, länger gegangen als Chicken Attack? Dann muss er da auf dem Gas auch runtergehen. Ich meine, das ist früher länger gegangen als Chicken Attack. Ja, ganz vorhin habe ich irgendwas gesehen, bevor ich beim Landen war oder so. Muss man nachher ausschauen. Kriegt da nicht die Benachrichtigung auch noch. Das ist noch ein Tankschiff im Panama-Kanal. Das Orge ist, der Panama-Kanal ist ja eigentlich relativ kurz. Das ist ja dann nur dieser kleine Kanal. Da hinten ist ja dann schon dieses, ich glaube Panama-Delta heißt es oder so. Da geht es ja dann schon in Atlantik. Also ich würde sagen, das kann man eigentlich gar nicht mehr so aus, wie sagt man, Kanal dann bezeichnen. So, ich muss mich da eigentlich schon wieder aufs Landen dann konzentrieren, weil es ein relativ kurzer Flug. Gehen wir mal runter auf 500. Winep werden wir einschalten. Dann muss ich warten, bis der die 3000 erreicht hat. Ein bisschen mehr sehen. Dann langsamer fliegen.
sicher wieder vom Saufen ein Video gemacht. Also so besonders hat es jetzt gar nicht beim Panama-Kanal fliegen. Also dass man da ein paar Schiffe aus Sicht. Da vorne. Und wieder mal viel Dschungel. Und Dance, okay. Ja. Von den Zeiten, da. Das ist, also für mich ist es doch kein Kanal mehr, ne? Also der Kanal ist wirklich nur anscheinend das da hinten, also was ich Kanal. Aber die Ausfahrt zum Kanal ist dann irgendwo da vorne neben am. Weil da ist unser Flugplatz und da ist die Ausfahrt vom Kanal quasi. So, da hat die Linie alles erreicht. Der Kanal ist für Gacke. Ja, der Kanal, was du meinst, der schon, ja. Hat sich eingependelt, das heißt, wir gehen dann mal runter auf 500, damit er dann automatisch im Sinken beginnt. Und was haben wir vergessen? Natürlich die Vorhersage, ne? Vielleicht geht das jetzt noch aus alles. Machen wir halt jetzt nur 5 Minuten. So, Vorhersage wurde gestartet. So, und der fängt jetzt dann auch schon an im Sinken. Weil da vorne irgendwo muss der Flugplatz dann schon sein. So, Luftdruck anpassen, das passt auch. Puh, komm ich gleich wieder in Stress, heißt. Okay, so, gut, dann konzentriert man sich ein bisschen aufs Landen jetzt wieder. Das sollte auch das Replay-Tool wieder connect. Es ist connected. Dann starten wir das mal wieder. Und auf. Also, na warte, ich schaue das jetzt wieder an. Ich würde das disconnecten. Und ich schalte euch den Flight Stick ein. In der Hoffnung, dass jetzt wieder nicht auf Böller passiert. Ah, jetzt funktioniert es. Jawohl, sehr gut. Jetzt connecten wir sie da wieder. Jetzt wird das gehen. Gut, muss man merken für die Zukunft. Wir drücken jetzt ihre Flugversion und schnallen sie sich an. Jawohl, das machen wir. Ist das eigentlich ein Kommando von dir oder? Weiß ich gar nicht mehr. So, warte mal, ich muss ja wirklich schon. Ui, ich muss mich voll aufs Landen konzentrieren, Alter. Jetzt sind wir denn da langsamer werden. Dann machen wir noch einen Guck nach draußen. Da ist gerade die Ausfahrt vom Panama-Kanal. Da stehen alle ganzen Schiffe, was schon warten. Und da vorne muss irgendwo der Flugplatz sein. Ja, da vorne ist er schon. So, das heißt, wir müssen landen. Was brauchen wir? Das heißt, ich schalte Spotify mal wieder ab. Barometer anpassen, Landelichter sind an. Ich kann schon die ersten Flaps reintun, dann kann ich wieder ein bisschen Gas geben. Dann schauen wir mal. Da gibt es ja keinen Approach. Kann ich da einen Approach aktivieren? Das wäre dann noch geiler. Activate Approach, sehr geil. Nein, was machst du? Wir machen hier einen Direct, bitte. So, Approach zu schnell. Die wird aber da Approach Mode an, dann müssen wir nämlich sogar ein Glide Path automatisch einfangen. Sehr, sehr geil, das da gibt. Ein Airnav Approach wahrscheinlich, ne? Ja, geschaut so genau. Lauter Streamen kenne ich mir vom Fliegen gar nicht mehr aus. So, was brauchen wir denn noch? Da passt soweit alles. Dann ist er da jetzt dann quasi den Glidepfad einfangen irgendwann. Und ist da. Jawohl, hat er. Sehr gut. Bin ich gleich für den Anflug, ist dabei auch okay. Ja, da ist dann schon der Atlantik. Wieder mal. Die Karibik. Südlich von Florida. Nitznita spendete ein Bits.
Vielen Dank. Der Schwule lässt die Arbeit ruhen und freut sich auf den Afternoon. Das ist aber auch cool, der Spruch. Der war auch noch erklärt. Ich bin zu schnell, das heißt, wir haben einmal das Fahrwerk raus. Ich langsamer werde. Ah, wir haben wieder ein bisschen Gas geben. Also zu früh langsamer geworden. Okay, ja, das ist wieder ein bisschen ein längerer Anflug. Weil ich zu früh langsam geworden bin. Aber besser so wie bin zu schnell. Das ist die Panama-Brücke. Fun Fact. Die Firma Berndorf FAS, das war früher eine Firma, die hat Kabel und Drähte hergestellt. Heißt jetzt Lumpi, also von Lumpi gekauft wird. Also Berndorf FAS hat das mal das Stromkabel gebaut, das über den Panama-Kanal geführt hat. Mit dem haben sie, ja. Das ist der berühmt für uns sein dadurch, weiß ich nicht, aber ist ein interessante Info vielleicht. In Berndorf das Stromkabel über den Panama-Kanal gemacht wurde. So, Flaps sind einmal auf Approach. Landing schaut man es nachher. Wenn wir eh noch so weit weg sind. Und ein bisschen raus. Witz des Tages, der war von dir, na klar. Sehr gut, so. Dann noch mal Luftdruck kontrollieren, das schaut auch gut aus. Na, jetzt schauen wir mal, ob wir da gut runterkommen. Dann schauen wir sich noch die Wiederholung an und dann war es das wieder für heute. Dann müssen wir Abendessen machen. Was gibt es für der Nijinger heute zum Abendessen? Ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich heute essen soll. So, wir werden da jetzt manuell übernehmen. So bleibt's ab voll. Hab schon gegessen. Okay, was hat's gegeben heute? Nachsehen. Etwas zu hoch. Ich weiß nicht nur, was er heute essen soll. Ich brauche ein bisschen Inspiration. Ui, Schweinsbratenkarree mit Reis, geil. Das ist sehr guter Ort. Ich muss hier ganz schön nachdringen. Wind kommt schön von vorne, das passt. Rutschgeschwindigkeit passt auch so halbwegs. Ein bisschen zu langsam vielleicht. Schneller. Ist dann so weit rechts. Dass die Winde da heute sind, ich bin viel zu hoch. Viel zu hoch bin ich. Ja, die Landungen heute sind nicht so leibend. Ist ja nicht. Im Wind. Alter, bin zu langsam, bin zu langsam. Mehr Gas, mehr Gas. Alter. Nur viele Turbulenzen, das gibt's ja nicht. Ich muss nachher erlesen, ich muss etwas landen können. Ich bin schon zu hoch, passt. So, schauen wir mal, ob wir jetzt schön runterkommen. Was? Ist jetzt zu langsam? Ja, das ist wieder der Bodeneffekt ein bisschen zu groß. Raus vom Gas komplett und jetzt sack ich ab. Ah, scheiße. Jetzt. Jawohl! Das ist eine sehr gute Landung, mehr oder weniger. So, wir kommen am Norden des Panama-Kanals, am Atlantik. Wo geht's denn da raus? Wo ist denn da was zum Rausfahren? Keine Ausfahrt. Aber so gibt es da keine Ausfahrt, das ist der Scheiß. Halt, das war daneben. Na okay, warte, dann kann ich gleich das Weebly-Tool stoppen. So, warte mal, dann tue ich da aber wieder disconnecten.
Ja, dann schalte ich euch den Flight-Sticker hier aus. Können wir da wieder connecten. So, jetzt bin ich gelandet. Jetzt suche ich dann noch die Ausfahrt. Aber es muss das ausnutzen, wenn Clemens nicht da ist, kann man gute Sachen kochen. Wieso kannst du das nicht, wenn der Clemens da ist? Kannst du, muss ja auch gut kochen können. Oder nicht? So, dann kann ich euch eigentlich wieder ein bisschen Musik machen, damit die scheiß Werbung war. Jetzt habe ich glaube ich Spotify unabsichtlich zugemacht. Okay, gibt es keine Musik mehr. Ich habe jetzt Spotify zugemacht, das geht ja nicht. Oder Fahrer. Ja, habe ich unabsichtlich zugemacht. Gibt es keine Musik mehr. Weil er das nicht ist. Nur Händel, Brust und Berner Wischeln. Dann kriegt er halt nur Knödel mit Saft. Das wird er wohl doch essen. Da hinten werden sie hinstellen, dann warten sie schon. Und dann werden wir sich noch die Wiederholung anschauen, nachdem ich meinen Flug reportet habe. Sonst gibt es wieder Probleme. Den Flug nochmal machen. Außer er ist urangesoffen, dann hat er schon mal Ribala gegessen. Aber der steht da verkehrt, immer von der anderen Seite zugefahren anscheinend. Interessant, wieso steht er da verkehrt? Naja, man kann nicht alles haben. Hallo Mike, grüße dich. Schön, dass du auch noch am Ende meines Streams vorbeischaust. Aber es gibt noch die Wiederholung, die werden wir jetzt dann noch anschauen vor der Landung. Und dann war es das für mich für heute. Weil ich heute zugeschaut habe und dachte, muss ich heute auch gleich mal wieder probieren zum Streamen. So. Parkbremse rein. Eigentlich hätte ich schon lange wieder auf Taxi-Leitung schalten müssen. Wurscht. Wurscht. Wir nehmen das halt nicht so genau. So, dann drehen wir hier mal den Motor ab. Dann machen wir meinen Flug mal reporten gleich. Da ist es. Flight. Das hat gepasst, jawohl. Den reporten wir. Und dann noch den Wind korrigieren. Machen wir auch noch gar. Naja, oje. Das ist aber nicht gut, wenn sich der PC von selbst abschaltet. Boah, ist die CPU zu heiß geworden oder Netzteilfehler? So, das haben wir mal reportet. Das kann ich hier mal schließen. Gut, Bini-Rolle lassen wir da mal noch auf. Das machen wir auch zu. Gut, dann schauen wir sich das Replay an, wenn es denn funktioniert. So, laden. Ja, sollte funktioniert haben. Drücken wir hier mal auf Play. Und dann wieder nach vorne spulen. So, wo ist Ramas jetzt zuerst da? Jetzt sagt mir schon das erste Foto an die Landung. Schauen wir mal. Ist das das erste Mal passiert, dass er sich komplett abgeschaltet hat, der Fernseher oder? Ah, Fernseher, sage ich, der PC oder? Hast du das schon mal gehabt? Das sollte er natürlich nicht tun, ne? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Doch dann ist alles, was wirklich nichtig und erscheint. Noch nichtig und den Text vergessen. Achso, ne, bei Microsoft Flight Simulator hat es ja auch immer ein RAM-Problem gegeben. Das ist zwar nicht der ganze Computer gestürzt, aber das System. Da hat es einen Memory Leak gegeben. Und dafür gibt es so ein leibendes Programm,
Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Moment, kann ich nachschauen. Das heißt Intelligent Standby List Cleaner. Und da kann man diese... Oh ja, das haben wir geschreckt. Da kann man diese Überlastung vom RAM quasi canceln oder Memory Leaks ausschalten. Mit dem fliege ich seitdem im Microsoft Flight Simulator und das funktioniert eigentlich alles gut. Früher war es so, wenn man länger mit Microsoft Flight Simulator gespielt hat, sind halt die Frames komplett abgesackt. Und das ist mit dem weg. Oh, tschüss Frau Nischinger, Moment. Danke, dass du da warst. Und bis spätestens am Samstag, ne? So, dann schauen wir uns dann noch die Wiederholung von der Landung an, aus zwei Perspektiven, damit ich meine TikTok-Videos machen kann. Und dann war es das dann auch für mich. Sieht man wieder im Hintergrund schön die Ausfahrt vom Panama-Kanal. Doch länger gestreamt als ich wollte eigentlich. Ich dachte, das dauert gerade ein bisschen schneller. Aber dadurch, dass es ein paar Probleme gegeben hat, weil ich mir wieder zu blöd war. Weil ich schon lange nicht mehr gestreamt habe, aber ist okay. Das hat funktioniert. Wobei ich jetzt gar nicht so hoch aufgedacht habe, weil ich eben nebenbei streame. Und ich bin hier in Südamerika, Panama. Da sind die Bodentexturen eigentlich urkacke. Also die Auflösung ist schlecht und teilweise gibt es gar keine. Dann irgendwelche Standardtexturen drunter. Ist nicht so leibend. Also in Europa und so ist es leibender zum Fliegen, finde ich. Es gibt so ein paar Regionen in Microsoft Flight Simulator, die schauen echt scheiße aus, und dann gibt es ein paar Regionen, die schauen echt leibend aus. Das ist halt immer so Wiegelwogel. Jetzt müssen wir dann gleich aufsetzen. Die Landung war nicht so schön eigentlich. Da ist noch der Anflug noch nicht so stehen. Beim Panama ist heute der Wind gegangen. Mit Uhr durchgeschüttelt. Dann hat der Bodeneffekt gekommen, der Windböe. Jetzt habe ich dann aufgesetzt. Jawohl. Sehr gut. Was habe ich da eigentlich jetzt an Frames? Ja, ist etwas 70. Das ist schon ganz okay, glaube ich, mit Microsoft Flight Simulator. Ich meine, das ist jetzt kein Airliner, aber ganz okay. Ich habe da auch lang gespielt, bis alles passt hat. Mit den Frames. So, dann werden wir uns das Ganze nochmal aus der Außenansicht auch anschauen, aber vielleicht in die andere Richtung schauen. Bauernfelder mit 5 Häusern. Ja, außer man hat Ortost, ne? So, wo ist denn das Replay-Tool? Da stellen wir jetzt mal Pause. Also, da war ich schon das Ende, okay? Da fängt er schon wieder von vorne an. Dann gehen wir mal in die Außenansicht. Dann haben wir das ganze Foto. Aber ich spule hier ein bisschen vor, weil sonst wird es fad. Alter, die Tastenkombination von den Replay-Tools sind echt den Arsch. Ich muss die Inglibe deaktivieren, aber ich glaube, das geht für die Landung so durch. So, wollen wir es mal. So. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Hat es da gut Sicht? Nicht mal schön, wie es mir da hin und her zart hat bei dem Anflug in die Winde. Da bin ich mir sicher, ich finde ja die Standardgebäude von Microsoft Flight Simulator auch nicht so besonders. Aber gut, die schauen in X-Plane halt auch nicht viel besser aus. Mal schauen, wie es in der Außenansicht ausschaut. Da wollte ich dann schon fast aufsetzen, aber irgendwie habe ich dann nochmal Vollgas Auftrieb gekriegt. Da habe ich dann nochmal voll Auftrieb gekriegt. Wenn ich schön aufsetzen habe können. Jawohl. Ja, das stimmt. Aber da hast du die Landung zuerst sehen müssen in Panama City. Die war fast noch viel mehr. War nicht so.
einen schönen Anflug, aber ich habe es zumindest safe runtergeschafft. Gut, dann drücken wir da auf Stopp und auf, ja, auf Stopp. Und was ist mit der Disconnecte? Ah ja, dann rennen sie einfach weiter. Okay. Gut, dann fahre ich da gleich auf. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das noch funktioniert mit meinem Stream. Ich glaube, jetzt hängt sich der Stream auf. Hallo? Ah ja, komischerweise hat sich der Stream wieder Codierung überlastet. Ziehen Sie es in Betracht? Irgendwas, keine Ahnung. Wurscht, das passiert hin und wieder. Okay. Danke an alle, die zugesehen haben. Danke an meinen Mod, der auch da war. Danke, Mike, dass du vorbeigeschaut hast. Vielen Dank. Und ja, nach langem mal wieder gestreamt. Und ja, ist ja gar nicht, bis auf ein paar kleine Fehler, alles hat relativ funktioniert. In dem Sinne. Also warte, ich muss noch die Vorhersage beenden. Oh, hätte fast vergessen. Ergebnis wählen. Die Landung war gut. Wenn man Punkte gekriegt hat. In dem Sinne. Ja, dir auch noch einen schönen Abend. In dem Sinne, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Baba.